Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute stelle ich euch mein neuestes Projekt vor, denn es wird richtig cool im nächsten Jahr, vielleicht auch schon in diesem Jahr, denn das Ding hier, das habe ich mir gekauft. Ein VW Crafter, den möchte ich ausbauen zu einem Campervan und damit auf Fotoabenteuer gehen. Und ich freue mich mega auf dieses Projekt. Ich hoffe, ihr genauso. Und was es genau damit auf sich hat, sage ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! Die Pandemie hat dieses Jahr unser Leben bestimmt und es hat mir umso mehr aufgezeigt, was ich eigentlich möchte. Ich möchte raus in die Natur, ich möchte fotografieren und lange Zeit habe ich das einfach nicht machen können, wegen Ausgangsbeschränkungen und so weiter und so fort. Und man merkt ja immer, was man am liebsten hat, wenn man es gerade nicht bekommt. Und genau das war bei mir der Fall und deswegen habe ich mir überlegt, wie kann ich im nächsten Jahr noch mehr unterwegs sein, noch mehr in der Natur sein, noch mehr das Ganze genießen. Bei mir war es immer so, dass ich, wenn ich unterwegs war, in Hostels oder Hotels übernachtet habe, manchmal sogar im Auto. Das hat immer so Vor- und Nachteile gehabt. Nachteile im Hotel zum Beispiel, natürlich die Kosten. Auf der anderen Seite war man auch relativ unflexibel, wenn es darum ging, direkt an der Location zu sein. Oder wenn man auch einen Trip zum Beispiel nach Island gemacht hat, dann musste man es im Vorfeld buchen. Und dann war es immer so, ach, da drüben ist eigentlich cooles Wetter, aber ich wohne jetzt 200 Kilometer entfernt und deswegen hat das dann nicht mehr so ganz funktioniert. Und da möchte ich einfach ein bisschen flexibler werden. Und deswegen möchte ich mich mehr auf mein Auto verlassen können und dort drin übernachten können. In so einem normalen PKW ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, ein bisschen unkomfortabel auf Dauer. Und deswegen habe ich mir überlegt, kaufe ich mir einen Van und den möchte ich umbauen. Und ich habe mich für einen VW Crafter entschieden. Warum ein VW Crafter und kein Mercedes Sprinter? Das hat den einfachen Grund, dass wir bei VW sehr, sehr günstig da rangekommen sind. Und das Ganze auch noch mit einem Vierradantrieb. Der VW Crafter wird wahrscheinlich im Dezember bei mir sein und dann beginnt der Ausbau. Ich habe ihn in der Länge 6 Meter bestellt und in der Höhe 2, das heißt mit einem Hochdach, also L2H2 für die Kenner unter euch. Das heißt, ich kann da drin stehen. Der ist von der Länge aber trotzdem noch so kompakt, dass man damit einigermaßen fahren kann. Und ich möchte unbedingt unter 3,5 Tonnen bleiben mit dem Ausbau, damit ich keinen neuen Führerschein haben muss und damit ich auch mehr als 100 Kilometer pro Stunde auf der Autobahn fahren kann. Das waren also so die Gründe, warum ich diese kompakte Variante genommen habe. Und ich glaube trotzdem, dass man da eine ganze Menge einbauen kann. Ich zeige dir jetzt hier mal, wie ich das Ganze ungefähr gestalten möchte. Das ist jetzt keine Vorlage, die ich selber erstellt habe, sondern die habe ich im Internet gefunden, beziehungsweise wird sie auch in dem umgebauten VW Crafter von VW selber, also in dem Grand California, direkt so verwendet. Da hat man hinten ein Bett. Ich möchte dieses Bett so bauen, dass ich darin quer schlafen kann. Das heißt, der VW Crafter wird rechts und links noch so ein kleines Stück verbreitert und dadurch habe ich dann insgesamt 1,90 Meter Breite ungefähr und dort kann ich dann auch ganz easy quer schlafen. Davor soll eine kleine Nasszelle kommen, wo ich eine kleine Toilette drin habe und auch eine Dusche. Ich glaube, die Dusche könnte man auch rauslassen. Es hat aber für mich auch noch einen weiteren Grund, warum dort eine Dusche bzw. eine Nasszelle rein soll. Denn wenn ich viel unterwegs sein werde und wandern bin als Fotograf, dann sind meine Klamotten oftmals auch wirklich nass und dort habe ich dann die Möglichkeit, diese Klamotten auch wieder zu trocknen. Es hat also mehrere Gründe, warum ich dort eine Nasszelle einbauen möchte. Direkt davor kommt dann noch eine kleine Sitzbank und die Sitze vorne, die soll man dann auch noch drehen können. Das heißt, wir haben dann dort eine kleine Sitzgruppe, die man sich zusammenbasteln kann, um dort zu essen, zu arbeiten, mit dem Laptop zu sein und vieles mehr. Auf der anderen Seite, wo der Einstieg quasi dann auch ist mit der Schiebetür, dort kommt eine kleine Küchenzeile hin, wo man kochen kann und alles Weitere zubereiten kann, auch an Essen. Ein Kühlschrank wird drin sein, ein Herd wird drin sein zum Kochen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob man vielleicht so eine kleine Mikrowelle noch mit einbaut. Da muss ich noch ein bisschen gucken. Und ansonsten natürlich auch alles für das Fotografie-Equipment. Eine Ladestation möchte ich mir da auf jeden Fall einbauen. Also da gibt es noch viele, viele Ideen und ich möchte auch vor allem euch da so ein bisschen mitnehmen. Jetzt wird es spannend für euch. Ich möchte das Ganze so ein bisschen als Community-Projekt starten. Das heißt, ihr könnt mir auch natürlich schreiben, was ihr für Ideen habt, was in so einen Campervan noch mit eingebaut werden soll, damit es am Ende richtig cool wird und auch für einen Landschaftsfotografen wirklich passend ist.
Denn ich möchte natürlich, wenn dieses Projekt fertig ist, wenn dieser Van fertig ausgebaut ist, das soll jetzt ein Winterprojekt werden, möchte ich damit on Tour gehen, wirklich durch Europa reisen, viele schöne Landschaften fotografieren und euch natürlich mitnehmen. Das ist jetzt so das Ziel auf diesem Kanal, dass ich mehr Videos dann mit dem Campervan und draußen beim Fotografieren mache und euch mit auf meine Abenteuer nehme, die hoffentlich zahlreich stattfinden werden nächstes Jahr dann. Also da freue ich mich ganz besonders drauf und ich bin so ein bisschen auch auf eure Hilfe angewiesen. Wenn ihr also selber Vorschläge, Ideen habt, vielleicht auch jemanden kennt, der sich mit dem Thema schon auskennt oder ihr kennt euch selber mit diesem Thema aus, dann schreibt mir bitte unbedingt eine Nachricht. Vielleicht kommen wir da irgendwie zusammen und wir können da irgendwas Tolles daraus kreieren. Also ich bin da auf jeden Fall offen für alles, was ihr mir schreibt. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn das Ganze am Ende so ein Produkt wird, was die komplette Community mitgestaltet hat. Ich gebe euch auf jeden Fall sofort Bescheid, wenn der Crafter da ist. Das wird irgendwann hoffentlich im Dezember sein und dann geht's los. Dann werde ich natürlich auch Videos machen dazu, wie ich das Ganze umbaue. Ich möchte euch mitnehmen, wenn es darum geht, wie das Ganze ausgebaut wird und wie das Ganze dann vielleicht auch vom TÜV abgenommen wird und so weiter und so fort. Also da wird es sehr, sehr viele coole Videos geben, denke ich, in Zukunft. Natürlich wird es auch weiter Bearbeitungsvideos geben, also da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Aber das wird so ein zusätzlicher Abschnitt, das wird noch so ein zusätzliches Gimmick hier auf diesem Kanal, wo ich mich sehr drauf freue. Und das Ganze soll dann am Ende der Landscape Hunter Adventure Van werden. Ich bin sehr gespannt drauf, wie das Ganze am Ende aussieht und ich hoffe, du genauso und ich hoffe, du begleitest mich auf dieser Reise. Das war jetzt hier erstmal nur so ein Ankündigungsvideo und wenn du Bock darauf hast und diesen Kanal noch gar nicht abonniert hast, dann tu das auf jeden Fall, denn dann verpasst du keine weiteren Videos zum Thema Camper-Ausbau, Adventure-Fotografie und so weiter und so fort. Also, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Lass dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und ich hoffe, dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. We'll be right back.